Hallo YouTube, willkommen zu dieser Reaction. Wir schauen uns an 15 Katzen, die einmal in 1000 Jahren geboren wurden. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt in die Kommentare, ob ihr eine Katze habt. Und ja, schaut bis zum Ende, um zu sehen, was mit dieser Katze auf sich hat. Die hat anscheinend zwei Gesichter. Perfekt. Wir starten rein in das Video. Let's go. Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Hallo. Katzen gehören zu den beliebtesten Haustieren. Wusstet ihr, dass es über 500 Millionen Katzen auf der Erde gibt? Nein, das wusste es ich nicht. Von selbst, dass es Wow, die hat zwei Augen. Einzigartige Exemplare gibt. Heute zeigen wir euch 15 Katzen, die nur einmal alle 1000 Jahre geboren werden. Da bin ich ja mal gespannt. Kanal, lass ein Abo da, ja, yeah, bei mir auch bitte. Aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Ja, Daumen nach oben. Nummer 15. Als David 1997 ein schwarzes Kätzchen kaufte, hätte er sich nie vorstellen können, dass die beiden 7 Jahre später zur Internetsensation werden würden. Der Kater hieß Morley, er war 7 Jahre alt und plötzlich begann sich die Farbe seines Fells zu verändern. Was? Er wird einfach weiß. Mit der Zeit wurde sein Fell weiß und zunächst dachte man, der Kater hätte einen Schlaganfall erlitten. Doch schließlich stellte sich heraus, dass er an Vitiligo litt. Diese Krankheit ist schon bei Menschen sehr selten, aber bei Katzen ist sie noch viel seltener. Der Mangel an Melanin verursacht die weißen Flecken auf der Haut. In Morleys Fall brachte ihm das den Spitznamen Scrappy the Cat ein. Wow, aber voll crazy. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Also auch nicht bei Menschen. Was wir euch jetzt zeigen, sind die beiden kleinsten Katzen, die jemals in der Geschichte geboren wurden. Die durchschnittliche Hauskatze ist etwa 24 bis 25 cm groß. Aber Pixel Munchkin ist wow. Nie größer als 13 cm geworden. Das heißt, Pixel ist kleiner als eine Liter Milchflasche. Das bedeutet auch, dass der Besitzer... Ja, einfach in Deutschland gibt es solche Flaschen überhaupt nicht. Niemand hat irgendwie so einen Vergleich. Auch, dass der Besitzer immer aufpassen muss, nicht auf die kleine Katze zu treten. Aber es gibt eine Katze, die noch kleiner war. Diese Himalaya-Perser-Katze namens Tinkertoy war nur 7 cm groß. Aber wie alt ist die? Katrine und Scott konnten es nicht fassen, als die sieht halt wie so eine Babykatze aus. Nicht weiter wuchs. Nummer 13. In der Mythologie gibt es eine Kreatur namens Pantherine, die normalerweise ein geflügelter Löwe war. Anscheinend gibt es sie auch im wirklichen Leben. Es ist nur kein Löwe, sondern eine Katze. Diese Katze Was? Wurde in der südwestchinesischen Stadt Chongqing geboren und hat die gleichen einzigartigen Eigenschaften wie der mythische Löwe. Als die Katze etwa 1 Jahr alt war, war ihr Besitzer schockiert, als er sah, dass ihr Flügel aus dem Rücken wuchsen. Allerdings kann die Katze nicht wirklich wegfliegen. Es handelt sich lediglich um ein paar haarige Flügel. Ja, aber ist da noch so Fleisch und so Muskeln knochenmäßig drin? Oder sind es einfach nur sehr lange... Ne, das sind keine Haare, oder? Da muss ja noch was drin sein, oder? Nummer 12. Diese zweibeinige Katze heißt Duck und soll laut ihrem Besitzer unglaublich niedlich sein. Als sie beschlossen, die Katze zu adoptieren, tat es ihnen leid, dass sie ihre Vorderbeine verloren hatte. Daher musste sie aber im Laufe ihres Lebens nicht nur laufen lernen, sondern auch auf zwei Hinterbeinen laufen. Was bedeutet, dass sie mehr oder weniger wie ein Dinosaurier läuft. Duck aber irgendwie auch traurig, Katze der Welt beschrieben. Aber sie sieht happy aus. Man sagt sogar, dass sie genauso schnell und verspielt ist wie jede andere Katze. Nummer 11. Yoda ist nicht nur eine ikonische Star Wars Figur. Es ist auch eine Katze mit 4 Ohren. Ein Ehepaar namens was geht denn ab bei den Katzen? Fand die Katze 2006 irgendwo in Chicago in einem Käfig und beschloss, sie zu adoptieren. Bald stellten sie fest, dass sie ein einzigartiges Merkmal hatte, nämlich zwei zusätzliche Ohren. Das Seltsame daran ist, dass die beiden zusätzlichen Ohren nicht an seinem Schädel befestigt sind. Trotzdem ist Yoda eine ganz normale Katze. Man sagt sogar, dass er eine starke Besessenheit für Brot hat. Nummer 10. Ja, aber wo sind die denn sonst befestigt als am Schädel? Oder meinen die damit, dass es halt nichts bringt, dass die dort sind? Man sagt sogar, dass er eine starke Besessenheit für Brot hat. Und was ist das für ein random Fact? Nummer 10. Vielleicht haben Katzen 9 Leben, aber nicht alle Katzen haben mehr als 4 Beine. Eine Katze namens Polly hat nicht weniger als 6 Beine. Eine Tierklinik wurde gerufen, um sich um ihn zu kümmern, als er anfing, Probleme beim Laufen zu haben. Die Ärzte glauben, dass Polly... Sie kann dir ja an... die hier weitergeben. Ließ zusätzliche Beine von einem Kätzchen stammen, das es im Mutterleib nicht geschafft hat. Aber Polly ist nicht die einzige mehrbeinige Katze auf der Welt. Im Jahr 2001 wurde eine Katze geboren, die 8 Beine hatte. Leider hat dieses Kätzchen nicht lange überlebt, aber diese Octopussy hatte nicht nur 8 Beine, sondern auch 4 Ohren und 2 Schwänze. Oh mein Gott, das ist... Oh mein Gott, das ist so sad. Wenn man drüber nachdenkt, die haben das ja erklärt, dass da irgendwie so... Keine Ahnung, 2, 3 Katzen einfach zusammenwachsen zu einer. Nur 8 Beine, sondern auch 4 Ohren und 2 Schwänze.
Nummer 9. Monty ist wahrscheinlich die einzige Katze seiner Art. Er leidet an einer seltenen Chromosomenstörung, die dazu führte, dass er ohne einen Nasenknochen geboren wurde. Ob ihr es glaubt oder nicht, diese Erkrankung beeinträchtigt seine Lebensqualität in keiner Weise. Er ist ein liebenswerter und anhänglicher Kater, der es liebt, herumgetragen zu werden und auf dem Schoß der Menschen zu schlafen. Seine Chromosomenanomalie führt nur dazu, dass er häufiger niesen muss als eine normale Katze, aber er kann immer noch normal atmen. Seine Besitzer hoffen, dass Monty eines Tages als weltweiter Botschafter für andere Katzen fungieren wird, die nicht perfekt aussehen. Nummer 8. Clade ist eine Zyklopenkatze mit nur einem Auge, die 2012 geboren wurde. Was? Ja, Nojo, wieso sind Katzen so anfällig für sowas? Falls du nicht weißt, was ein Zyklop ist, Zyklop ist ein Fabelwesen aus der griechischen Mythologie, das nur ein Auge hat. Als das Kätzchen geboren wurde, waren sowohl seine Besitzer als auch der Arzt sehr schockiert. Der Grund, warum sie überhaupt beim Tierarzt waren, war, dass seine Mutter Probleme bei der Geburt hatte. Clade kam als zweites aus dem Wurf und überraschte alle im Operationssaal. Er wurde nicht nur mit einem Auge geboren, sondern hatte auch keine Nase. Leider überlebte er nicht allzu lange. Oh, die arme Dicker. Nummer 7. Wenn du jemals eine Katze auf deinem Schoß hattest, weißt du, wie laut das Schnurren von Katzen sein kann. Aber stellt euch das mal auf die Spitze getrieben vor. Der Rekord für die lauteste schnurrende Katze der Welt geht an eine Katze namens Merlin, die Tracy Westwood in Torquay, England gehört. Die durchschnittliche Hauskatze schnurrt mit etwa 25 Dezibel. Der 13-jährige Merlin tat dies mit satten 67,8 Dezibel, was ihm sogar einen Platz in Guinness Buch der Rekorde einbrachte. Gibt's noch einen Soundtrack von der? Nur um einen Vergleich anzustellen. Der Ton ist so laut wie ein Geschirrspüler. Seine Nee, wäre auch zu schwierig gewesen, jetzt irgendwie den Ton davon einzublenden von der Katze. Sagt, dass sie deshalb den Fernseher lauter stellen muss, wenn sie sich Filme ansieht. Stimmt. Nummer 6. Lieber Vergleich mit der Spülmaschine bringen, perfekt. Venus, die Katze, ist halb orange und halb schwarz und hat ein gelbes und ein blaues Auge. Okay, das ist crazy. Sie einzigartig und passt zu keiner Beschreibung einer anderen lebenden Katze. Wissenschaftler glauben, dass die schwarze Farbe zufällig in all ihren Zellen auf einer Seite ihres Gesichts aktiviert wurde. Als sie sich im Mutterleib entwickelte, vor allem die Augen noch dazu. In der Mitte auf die andere. Auch ihr einziges blaues Auge ist ein Rätsel. Katzen mit blauen Augen sind in der Regel siamesischer Abstammung und die meisten von ihnen haben ein weißes Fell. Aber das ist bei der Katze Venus nicht der Fall. Crazy. Nummer 5. Das ist die älteste Katze, die jemals auf der Erde gelebt hat. Cream Puff. Cream Puff wurde am 3. August 1967 in Austin, Texas, USA geboren. Sie wurde stolze 38 Jahre und 3 Tage alt. Ein unvorstellbares Alter. Zum Vergleich, die durchschnittliche Katze wird nur 12 bis 14 Jahre alt. Ob ihr es glaubt oder nicht, aber zufälligerweise war ihr Besitzer Jake Perry auch der Besitzer des vorherigen Rekordhalters der ältesten Katze der Welt. Diese Katze hieß Rex Allen und war 34 Jahre alt. Was hat der Typ den zu fressen gegeben? Nummer 4. Wenn Katzen richtig entspannt oder in einer verspielten, verrückten Stimmung sind, strecken einige von ihnen gerne ihre Zunge heraus. Normalerweise ist das schon ein Grund für ein niedliches Foto, aber stellt euch eine Katze mit einer ständig herausgestreckten Zunge vor. Lil Bub, wie die Katze genannt wird, passt genau auf diese Beschreibung zu. Sie gehört dem Filmproduzenten Mike Wazowski und wurde mit Zwergwuchs und einer geht's ja damit gut. Beides hat ihr dieses ikonische Aussehen verliehen und sie in den sozialen Medien sehr beliebt gemacht. Okay, jetzt sag einfach nichts dazu. Das sind Frank und Louis, die am längsten lebenden Januskatzen der Welt. Januskatzen sind nach dem römischen Gott Janus benannt, der normalerweise 2 Gesichter hat. Sie sind unglaublich selten und leben normalerweise nicht länger als einen Tag nach der Geburt. Bei Frank und Louis war das jedoch anders. Sie teilten sich ein Gehirn, hatten aber 2 Nasen, 2 Münder und ein blindes Mittelauge. Das Unglaubliche daran ist, dass die Katze am Ende 15 Jahre alt wurde. Nummer 2. Das ist crazy. Was kommt jetzt noch? Die langlebigste Katze der Welt und die kleinste Katze der Welt gesehen. Aber was ist mit der längsten Katze der Welt? Es handelt sich um eine Maine Coon namens Stewie, die mit ihrer Länge im Guinness Buch der Rekorde steht. Im Jahr 2010 wurde er mit 123 cm von der Nasenspitze bis zum Schwanzende gemessen. Stewie wurde schließlich zu einem Junge, halber Tiger. Tier, das älteren Menschen in einem Seniorenzentrum in der Nähe seines Zuhauses beim Transport half. Nummer 1. Okay, was ist Platz 1? Oh mein Gott, ich kann es kaum erwarten. Mathilda, die Katze, hat außerirdische Augen und sieht aus, als ob sie nicht von diesem Planeten wäre.
Aber das stimmt, denn Mathilda hat einen genetischen Augenfehler, der dazu führt, dass ihre Augen besonders vergrößert sind. Allerdings wurde sie nicht mit riesigen Augen geboren. Als ihr Besitzer sie aus einem Tierheim abholte, hatte sie normal große Augen. Mit der Zeit wurden ihre Augen immer größer. Und ich merke schon, du hast so eine ganz normale Katze. Wachst du in der Nacht auf und siehst das so über dir. Und nach vielen Jahren verlor sie ihr Augenlicht vollständig. Es wurde beschlossen, dass eine Operation notwendig war und schließlich war sie erfolgreich, denn heute lebt die Katze immer noch glücklich mit ihren Besitzern zusammen. Welche Art von Katze habt ihr oder wünscht ihr euch eine? Schreibt es in die Kommentare. Habt ihr so eine Katze? Habt ihr überhaupt eine Katze? Habt ihr ein Haustier? Schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Like da, danke fürs bis zu Ende schauen, ihr seid die Geisten. Und lasst ein Abo da, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und wir sehen uns morgen wieder bei der nächsten Reaction. Ich muss den Button für Aufnahmen beenden finden.